Und es geht weiter bei Let's Play Final Fantasy VI. Nachdem ich mich entschlossen habe, Terror nicht mehr zum Leben zu erwecken. Nein! Kasten wir doch mal Eis 2 auf uns. Hemmschutz. Verdammt! Ja, das ist natürlich jetzt doof. Tinktur. Das ist gut. Das ist ganz, ganz gut. Das ist nicht so gut. Das ist wiederum gut. So, einmal Eis auf mich selbst. Schutz. Oh oh. Reflekt. Ach, kannst du mich einmal treffen? Das war mein Headset, Entschuldigung. Ach man, jetzt geht doch endlich down. Obwohl, so wie du Zauber zur Zeit hier machst, nimmst du. Obwohl, ich kenne das. Sobald ich wieder einen wiederbelebe, heißt es dann, wir müssen ja unbedingt Dings nutzen. Da fett ich mich drum. Da fett ich glatt drum. Vor allen Dingen, so schnell kann man gar nicht zaubern. Hab ich's nicht gesagt? Ich habe wieder keine MP mehr. Das ist doch echt gemein. Ja, ich muss so Reflekt machen, sonst geht das ja nicht. Wunderschön, greif dich doch noch mehr mit Feuer an. Ach ja. Ist schon wieder leer? Das gibt's doch echt nicht. Ja, geil. Jetzt geh doch endlich mal down. Ach, Scheibenklatz. Oh Mann. Gibt's doch echt nicht. Wisst ihr was? Da er auf für sie nicht Feuer dran macht, werde ich auch für sie das jetzt erstmal casten. Und sie trifft doch mal, wow.
Ich kann mal wieder ein... Tinktur auf mich schmeißen. Ich hab schon wieder kaum besser. Und die trifft natürlich mal wieder nicht. So, Eis 2. Auf sie. Hat sie überhaupt noch Dings? Hat sie. Gut. Oh, sie ist. Er ist erledigt. Gott sei Dank. 5 Magiepunkte. So. Phönixfedern. Talent von ihr, Magie. So. Bevor ich es wieder vergesse, da man ja hier nicht ein Level aufsteigen kann, weil man hier keine Erfahrung bekommt, werde ich Loke jetzt Ragnarok kurzzeitig geben, damit er nämlich auch Ultima lernt. Übrigens kann man Ultima nur von Ragnarok lernen. So als kleine Info nebenbei. Ach ja, wunderschön. Habe ich schon mal gesagt, dass ich dieses Stage hier nicht gerade so toll finde. Nehmen wir auf Terror. Terror macht dann natürlich einen Blitz. Nein, nicht. Ja, geil. Oh Mann, was soll das denn jetzt schon wieder? Warum? Ja! Oh Mann, Alter, langsam geht's mir hier aber richtig auf die Nerven. Dass die auch so schnell zaubern dürfen, ey. Als hätte es ahnen können. So, ich hoffe, sie überlebt jetzt mal ein bisschen länger. Ja, geil. Ja. Oh Mann, Alter. Er regt mich hier nicht auf. Langsam wird es aber wirklich lästig. Vor allem bei Sabine und Silas wirklich die Schwächeren von beiden sind und beide haben keine Magie mehr. Blöde ist, man kann ja auch nicht Autoreflekt oder sowas haben. Ach, du hast überhaupt keine MP mehr. Nimm Elixier zu dir. Ja, wenigstens ist einer schon mal weg.
ich hoffe, es gibt noch ein bisschen. Nein, natürlich nicht. Wehe, das tut. Ja, nochmal. Ich glaube, ich bin erst nur vom Pech verfolgt, oder? Kann das sein? So, Magie. Ja. Kann man ja nicht so wirklich den einen. Also probieren wir erstmal mit dem anderen. Ach ja. Ja, gibt hier noch was? Werd sichtbar. Passt mal auf, jetzt hat sie keinen Reflex mehr. Jetzt, wenn ich komme. Nach 100.000 Jahren. Nein, natürlich hat sie jetzt nichts mehr. Und natürlich. Ey, das ist. Keinen kommen. Ja, toll. Wirklich genial. Absolut genial. Ja, das Einzige, was nur noch passieren kann, ist eventuell, dass irgendwie was mal trifft, aber das glaube ich eher nicht. Nein, sie macht Feuer, Feuer 3 und ich bin so gut wie tot und sie trifft nie. Oh Mann. Ich glaube, ich sollte ihr mal das Item geben, 100%, dass sie 100% trifft. Wäre vielleicht eine sinnvolle Überlegung. Komm, trifft jetzt und bring. Nein, er muss vorher nochmal Eis 3 machen. Und sie trifft natürlich nichts. Wollen wir wetten, er darf zweimal Magie zu machen. Also einmal Feuer 3. Und ich nehme mal an, nochmal. Irgendwie. Ah, nein, doch nicht. Jetzt darf er aber. Feuer 3. Yay, und wir sind fast besiegt. Wow. Ja, Feuer 3. Leck mich doch alle. Ach ja. Also, ich werde so ein bisschen versuchen, jetzt ein bisschen weiter hochzukommen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Also, bis zum nächsten Let's Play Part. Blatrix FB meldet sich ab.